Mein Todesurteil. Der dritte Teil eines Dreiteilers nach dem Roman von Jason Dark. Schwer atmend näherte sich Karel Marek dem Sarg. In seiner hochgehaltenen Faust hielt er den Eichenpfahl. Jetzt bist du dran, du verfluchter Blutsauger. Ich habe dir doch nichts getan. Du hast mir nichts getan? Meinst du? Nein, das habe ich auch nicht. Du hast nur den Tod meines Vaters auf dem Gewissen. Das waren diese Söldner, die deinem Befehl gehorchen. Ich kann nicht auf jeden Acht geben. Dummes Geschwätz. Und was ist mit meiner Schwester? Sie war glücklich. Glücklich? Als Vampirin? Dann mache ich dich jetzt auch glücklich. Nein, 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 du willst mich töten. Ja, ja, und nochmals ja. Warum? Warum willst du das auf dich nehmen? Das ist doch viel zu wenig. Ich kann dich zu einem reichen Mann machen. Nein. Die Leute werden vor dir im Staub kriechen. Nein! Überleg es dir. Von mir kannst du keine Gnade erwarten. Dann nicht. Dann mache ich auch einen Untoten aus dir. Stirb! Nein! Das war für meinen Vater. Und das für meine Schwester. Tödlich getroffen sackte der Vampir in seinen Sarg zurück. Seine Haut wurde grau und er zerfiel. Fariak lebte nicht mehr. John und Ilona lauschten auf die näher kommenden Schritte. Das ist Karel. Er wird mir helfen, dich zu vernichten. Mach dir keine Hoffnungen, Ilona. John! Wo bist du? Hier! Bevor er hereinkommt, bringe ich dich um. Lass die Schere fallen. Nein. Nimm das Kreuz weg. Nimm es weg. Ich kann nicht anders, Ilona. Verzeih mir. Du hast mich mit dem Kreuz berührt. Ich verbrenne! Ich schloss die Schranktür. Ilonas Todeskampf war zu entsetzlich. Die Stumme, die mich angegriffen hatte, kam herein, starrte mich an. Was ist los? Sie sind alle tot. Verstehst du? Ja. John? Ja, Karel? Wo bist du? Hier hinten im letzten Zimmer. Ich komme. Hier bin ich, Karel. John, du lebst. Ist Fariak tot? Ja. Aber... Was ist mit Ilona? Ich musste es tun, Karel. Ilona? Es gab keine andere Möglichkeit. Kann ich sie sehen? Besser nicht. Ich möchte es aber... Wo? Im Schrank. Ilona!
Sie sieht ja wieder ganz normal aus. Ja. Also komm, wir heben sie aus dem Schrank. Ja. Wir müssen sie begraben. Finde ich auch. Hilf mir. Ich will sie hinuntertragen. Ja, Karl. Komm. Was werden die Söldner des Grafen tun? Jetzt, wo ihr Herr und Meister tot ist? Ja. Nichts. Sie sollen es nicht wagen. Warte, ich mach das Tor auf. Da stehen sie. Sie rühren sich nicht. Der Graf ist tot. Lasst uns vorbei. Gut. Sie gehen zur Seite. Kommt mit. Leuchtet uns. Ja, Herr. Wo willst du sie begraben? An der Burgmauer. Soll ich dir nicht helfen? Nein. Wir sind ja gleich da. Hier. Ja. Holt mir eine Schaufel. Ja, Herr. Nein, zwei! Ja, Herr. Gemeinsam schaufelten wir das Grab für Ilona und ihren Vater. Karel legte die beiden Toten hinein. Plötzlich kam die Stimme gelaufen. Sie brachte Ilonas Kreuz. Ich lege es dort ins Grab, damit du auf ewig vor den Blutsaugern geschützt bist. Jetzt kommt das Schlimmste, Karel. Es bleibt mir nichts übrig. Wir müssen die Erde wieder hineinschaufeln. Diese schrecklichen Stunden werde ich nie vergessen. Was ist das? Hört sich an wie Flügelschlagen von einem Vampir. Geister! John! Ob er uns angreift? Ich habe den Pfahl schon in der Hand. John Sinclair! Du bist schuld am Tod meines Bruders! Meine Rache wird dich treffen. Dein Todesurteil ist gesprochen. Kommissar Mallmann wurde von Grauen geschüttelt. Der Kerl, der ihn ermorden wollte und den er in Notwehr erschossen hatte, stand auf. Er war ein Zombie, ein Untoter geworden. Suchend sah er sich um. Da lagen seine Mordwaffen, das Schlachtermesser und die Knochensäge. Torkelnd hob er sie auf. Jetzt aber raus aus dem Gruselkeller. Abgeschlossen. Und da unten an der Treppe steht schon dieser Kretin. Jetzt hab ich dich. Komm, ich erschieße dich nochmals. Das macht mir gar nichts mehr aus. Da wäre ich an deiner Stelle nicht so sicher. Jetzt schlitze ich dir den Wanst auf. Bleib stehen. Und dann zersäge ich. Bleib stehen oder ich schieße. Nein, ich bleib erst stehen, wenn... Das war sein Aus. Gegen Silberkugeln ist er auch nicht gefeit. Er zerfällt. Oh, es wird Zeit, dass ich hier verschwinde. Ach, die Betriebsausflügler sind angekommen. Jetzt wird es wieder nichts mit ihm rauskommen. Eine schöne Bescherung. Der kleine Bus hatte seine fröhlich lärmende Fracht vor dem Schlossportal ausgeladen. Von der ganzen Gesellschaft waren nur noch drei nüchtern. Gordon Farjak, Bill und Jane. Der hat den ganz schön eingeheizt. Psst. Farjak hat noch was vor. Er belauert uns förmlich. Aufmachen! Ist denn keiner da? Sieht nicht so aus. Einen Augenblick, ich schließe auf. Kein Personal. Keine Zeugen. Du sagst es, meine liebe Jane. So, sehen Sie, es hat also doch noch geklappt. Also hereinspazieren.
Sag mal, was sagst du dazu? Mit Speck fängt man Mäuse. Psst, Fariak. Wie gefällt es Ihnen? Oh, recht nett. Ja, das freut mich. Jetzt sagen Sie mal, Mr. Fariak, haben Sie eigentlich gar kein Personal? Oh, es ist doch alles da. Ja, nur der Ober fehlt. Wir werden sehen. Sieh dir das an. Ja, er macht den Ober selber. Ein kleiner Aperitif gefällig? Ja, gerne, danke. Und Sie, Mr. Connolly? Ja, danke schön, ich nehme auch einen Sherry. Sie machen immer beide das Gleiche, ja? Ja, aber wie könnte ich einer so charmanten Kollegin widersprechen? Ein Mann kann das. Na, dann sei mal ein Mann, Bill. Ich bin es, denn ich habe dir eben widersprochen. Meine Damen und Herren, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich heiße Sie herzlich willkommen auf dem Schloss der Fariaks. Ich freue mich sehr, dass Ihnen dieser Tag bisher so gut gefallen hat. Danke, danke, danke. Ihre Zimmer befinden sich alle im ersten Stock. Jedes hat Dusche und WC. Das ist von mir nachträglich eingebaut worden. Ich schlage vor, wir machen uns frisch und treffen uns in einer Stunde am kalten Buffet. Sehr schön. Wie finden wir denn die Zimmer? Ihre Namen sind angeschrieben. Miss Collins? Ja, Mr. Fariak. Mr. Connolly? Ja. Einen Moment noch, bitte. Es tut mir außerordentlich leid. Ja, was ist denn? Für Sie beide steht leider nur ein Raum zur Verfügung. Oh, so. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, aber Ihr Kommen war nicht eingeplant. Na klar, das verstehen wir, nicht wahr, Jane? Ja. Es ist das Zimmer ohne Beschriftung. Ja, wir werden doch miteinander auskommen, Jane. Oder? Also dann, in einer Stunde. Okay. Also, wenn du noch einmal einen solchen Mist erzählst... Was ist dann? Erzähle ich es deiner Frau. Na, man kann ja mal auf den Putz hauen. Ich würde Sheila nie untreu sein. Weiß ich doch. War ja nur Spaß. So, hier ist es. Willst du dich frisch machen? Ich würde schon gerne duschen. Gut, dann schaue ich mich mal ein bisschen um. Wieso? Ich wandere ein wenig durchs Schloss. Naja, kann ja nicht schaden. Mal sehen, ob sich irgendetwas tut. Gordon Fariak wird das nicht sehr gern haben. Das interessiert mich nicht. Wenn er dich erwischt? Ja, dann sage ich ihm einfach, ich laufe ein wenig herum, weil du duschst. Eine gute Ausrede. Ich vermisse nämlich jemand. Will Malmann? Ja, genau. Und den werde ich jetzt suchen. Oh, Bill, bitte sei vorsichtig. Mir passiert schon nichts. Ach, wenn du meinst. Ich gehe bis zu der Doppeltür da hinten im Gang. Und wenn sie auf ist? Dann gehe ich weiter. Die muss in einen Seitentrakt führen. Dusch dich, wasch dich, kämm dich. Ich bin bald zurück. Okay, ich verschwinde dann. Tja, dann wollen wir auch mal. Oh, das ist eine schaurige Düsternis. Das ist ja eine ganz andere Welt. Habe ich die Beretta? Ja, hier ist sie. Komisch, da vorne ist Licht. Kerzen. Schwarze Kerzen. Wohl für eine schwarze Messe. Was ist das? Da steht ein Schrank. Das einzige Möbelstück im ganzen Raum. Tja, das muss doch einen Grund haben. Ich will mal reinsehen. Zwei große Flaschen. Drin ist eine dunkle Flüssigkeit. Das ist Blut. Verdammt. Kommt jemand. Schnell den Korken auf die Flasche und ab damit wieder in den Schrank. Und jetzt weg ins Dunkle. Hey, das ist ja Gordon Fariak.
Der Lärm in der Schlosshalle verebbte. Wilmalmann sah sich die Kellertür nochmals an. Da war nichts zu machen. Jedenfalls nichts mit reiner Körperkraft. Aber so ein riesiges Gewölbe konnte doch nicht nur einen Ausgang haben. Da gehe ich mal in eine andere Richtung. Na, sag ich's doch, da ist ja eine Tür. Mit zwei rostigen Riegeln. Und kein Öl. Eine verdammt unheimliche Atmosphäre. Hey, bleib auf, damit ich was sehe. Ein Sarg. Der muss uralt sein. Was wird da drin sein? Ein Toter? Eine Mumie oder ein Vampir? Ach, was soll's. Ich mach den Deckel runter. Jemand kommt. Die Tür muss zu. Er hat eine Fackel und zwei Flaschen. Soweit. So. Jetzt bekommst du Blut. Menschenblut. Ja, so muss es sein. Kochen und brodeln. Ja. Staub bist du geworden. Und als Staub hast du all die Jahre verbracht. Das Blut meiner Opfer wird dich aus dem Schlaf des Vergessens reißen. Der dich getötet, lebt nicht mehr. Aber jener, der dabei war, er wird wieder in seine Zeit zurückkehren. Und sein Urteil ist gesprochen. Tod, tot. Bruder, aus dem Staub sollst du wieder erstehen und leben. Erhebe dich aus dem Sarg, mein Bruder. Das Blut gibt dir die Kraft. Ja, erhebe dich von deiner Ruhestatt. Ich danke dir, Bruder, dass du mich gerettet hast. Es hat lange genug gedauert. Ich rieche etwas. Was, mein Bruder? Blut. Blut. Ja, ich habe dir Blut gegeben. Das meine ich nicht. Frisches Blut. Du irrst dich. Nein. Es ist jemand hier. Ich spüre es, Bruder. Ich sehe niemand. Doch ganz nah. Ja, ich bin hier. Und damit du mich sehen kannst, bin ich ins Licht getreten. Will richtete seine mit Silberkugeln geladene Pistole auf die Vampire. Das lange Schweigen der beiden Schwarzbluter zeigte das Maß ihrer Überraschung. Schließlich holte Fariak tief Luft. Wer sind Sie? Kommissar Malmann. Woher kommen Sie? Ich war schon im Schloss. Warum hat mein Diener Sie nicht... Getötet? Ja. Weil ich ihn erschossen habe. Mit dieser Pistole. Meine Diener konnten Sie töten, aber nicht mich. Irrtum, mein Lieber. Diese Pistole ist mit Silberkugeln geladen und reicht für 10 Vampire. Und ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Verdammt, der Reporter. Jawohl, der Reporter. Ich bin gekommen, euch zu vernichten. Ich wusste es, dass etwas passiert. Warte ab. Du hast einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um mich zu wecken. Noch ist nichts verloren. Wer soll euch noch retten? Das werden wir sehen, Kommissar. Wo ist John Sinclair? Wer? Na, frag nicht so dumm. Du hast auch vorhin über ihn gesprochen. Habt ihr ihn in eine andere Zeit verschleppt? Ja, das ist möglich. Frag doch meinen Bruder. Na los, fang an, Blutsauger.
Sprich dich aus, sonst spuck ich dir Silberkugeln in deinen fauligen Wanst. Man wollte mich töten. Wer? Marek. Marek? Der Pfähler? Weiß ich nicht. Wie war sein Vorname? Karl. Und was hat John Sinclair damit zu tun? Er hat meine Dienerin auf dem Gewissen. Vampire? Ja, was sonst? Also los, raus mit der Sprache. Was habt ihr mit Sinclair gemacht? Na, sag du's, Bruder. Noch lebt er. Was soll das heißen? Ich habe das Todesurteil über ihn gesprochen. Aber warst du da nicht ein bisschen voreilig? Ich werde es vollstrecken. Das schaffst du nicht mehr, du Blutsauger. Meinst du? Warum nicht? Weil wir dich vorher vernichten. Dann werdet ihr euren John Sinclair nie mehr wiedersehen. Du nimmst den Mund ganz schön voll, Bürschchen. Er bleibt dann für immer ein Gefangener seiner Zeit. Nur ich kann ihn befreien. Na, hol ihn zurück. Sinclair ist schon in diesem Raum. In diesem Raum? Ich kann ihn aber gar nicht sehen. Er lebt in einer anderen Zeit, die über 300 Jahre zurückliegt. Ja, und wann wird er sichtbar? Wenn ich die Zeit austausche. Na los! Fang an! Ach, ich glaube, du lügst. Ich suchte nach einem Ausgang aus der Zeitfalle. Mit Karl Marek sprach ich darüber. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, John. Das weiß ich zwar, Karl, aber ich kenne den Rückweg nicht. Da wirst du wohl bleiben müssen. Nein, nein, Karl, ich gehöre nicht in diese Zeit. Für mich ist das anders. Ja, natürlich. Was für mich eure Zeit ist, ist für euch die Steinzeit, Neandertal. Steinzeit? Was meinst du damit? Noch ein paar tausend Jahre weiter zurück. Gab's da schon Menschen so wie wir? Ja, sagen wir, sowas Ähnliches. Ein Glück, dass die Schlossbewohner auf einmal so freundlich sind. Ja, sonst hätten wir nichts zu essen bekommen. Wir hätten die Küche stürmen müssen. Ich hätte die Bratpfanne erobert. Und ich den Suppentopf. Und anschließend hätten wir den Pudding im Nahkampf an uns gerissen. Die Vorstellung ist zu lustig. Es wäre schön, wenn Vater und Ilona noch da wären. Tja, gerade habe ich es auch gedacht. Ich habe niemand mehr, John. John, bleib hier. Karl, es geht nicht. Wirklich nicht. Bitte, John. Es ist sinnlos, bestimmt. Wenn du meinst. So. Ich gehe ins Verlies, da wo Farjak Sarg steht. Was ist los mit dir, John? Ja, eigentlich nichts, aber so ein Gefühl. Soll das ein Abschied sein? Nein, nein, ich komme wieder. Da beeil dich, sonst esse ich die Gans alleine auf. Ja, der Gans wird's ganz egal sein. Ruf mich, wenn was schiefläuft. Kann ja nicht mehr viel passieren. Die Vampirbrut haben wir ausgerottet. Das stimmt. Hey, John. Pass auf dich auf. Okay. Es war ein seltsames, unerklärliches Gefühl, das mich plötzlich ergriffen hatte. Das mich trieb, aufzustehen und in das Verlies zu gehen. Die Tür zur Grabkammer stand auf. Ich ging hinein, vor dem Sarg blieb ich stehen. Wieder überkam es mich. Eine Gänsehaut lief mir über den Rücken. Plötzlich verschwammen die Wände, gewaltige Kräfte zerrten an meinem Körper. Der Sarg veränderte sich. An seinem Kopfende stand ein Mensch. Nein, ein Vampir. In der Totenkiste lag ein zweiter. Beide gleich. Die Farjak-Brüder. Wie auf dem Mosaik. Aber da waren noch zwei Personen. Bill Connolly und Will Malmann. Ich wollte sie rufen, brachte aber keinen Laut heraus. Und dann war es plötzlich aus. Eine grelle Explosion. Schluss. Die Dunkelheit fraß mich. Der Killer im roten Umhang schlich in das Labor. Er hatte es sehr eilig. Er musste seinen Auftrag ausführen. Morden. So hatte es ihm der Graf aufgetragen, der ihn vor Jahren aus einem Zirkus geholt hatte, wo man ihn nur den dummen Zwerg nannte. Er eilte durch das Labor. Die Tür zu dem verbotenen Raum war weit offen.
Ein Mann stand vor der Wand. Suko. Er betastete sie. Nichts Besonderes an dem Mosaik, außer... Hey, Kleiner, was willst du denn mit dem großen, langen Messer? Das ist für dumme Chinesen, um ihnen die vorlaute Zunge abzuschneiden. Übernimm dich ja nicht, Kleiner. Das Messer ist ja fast länger als du. Kaum. Deine Freundin hat auch schon. Was? Du hast Schau? Ja, ich habe Schau. Dann bleibt von dir nichts mehr übrig für eine Beerdigung. Komm, komm, mein chinesischer Freund. Ja! So ein Stich durch den Arm tut gut. Noch hast du nicht gesiegt. Dann will ich dir den Kopf absäbeln wie den anderen. Nicht jeder Schlag ist ein Treffer. Von vielen Hieben trifft einer. Stimmt. Und jetzt trifft dich mein Karatefuß in den Magen. Der Tritt hat gereicht, was? Was hast du dir gedacht, du? Du, jetzt töte ich dich erst recht. Feierabend, du Zwerg. Wenn dir das nicht genügt, dann lernst du fliegen. Lass mich los. Lass mich runter. Damit du nochmals mit dem Messer auf mich losgehst. Suko spürte den beißenden Geruch der Säure in seiner Nase. Er wollte dem Mörder helfen, aber der hatte sich selbst umgebracht. Suko riss sich die Lederjacke vom Körper, band den Arm notdürftig ab. Dann lief er schwankend nach draußen. Schau! Schau! Schau, was ist? Er hat mich... Hast du ihn erwischt? Ja. Und was ist mit ihm? Er ist tot. Fast hätte er mich geschafft. Nur der Helm hat mich gerettet. Ach, Gott sei Dank, was für ein Glück. Du blutest ja, Suko. Ach, es ist nur ein Kratzer. Das ist eine schwere Verletzung. Du musst sofort ins Krankenhaus. Gib erst mal den Verbandskasten her. Ja, komm, hilf mir mal, die Maschine aufstellen. Ja. Das Jod. Schütt drauf. Das tut aber weh. Red nicht lange, tu's. Ja. Ich verbinde dich. Es ist nur eine Fleischwunde. Mach schnell, damit wir hier wegkommen. Ja. Hast du etwas erreicht, Suko? Nein. Keine Spur von John. Das ist wenig. Nur ein großes Mosaik war da. Mit zwei Vampiren drauf. Und? Ja, während ich davor stand... Ist einer davon verschwunden? Hast du eine Erklärung dafür? Nein. So, der Verband ist fertig. Kannst du fahren? Ich muss. Steig auf. Ja. Halt dich gut fest. Es geht los. Suko fuhr zum Yard, um Sir James Bericht zu erstatten. Mit besorgtem Gesicht hörte ihm dieser zu. Er hatte keine Hoffnung mehr. Bill Connolly und Will Malman standen wie erstarrt. Schwarze Magie erfüllte den ganzen Raum. Die beiden Männer hatten dem nichts entgegenzusetzen. Nach kurzem Widerstand sanken sie bewusstlos auf den Boden. Die Waffe fiel ihnen aus der Hand. Eine weitere Gestalt materialisierte sich. John Sinclair. Er blieb neben dem Sarg liegen. Ist er das? Ja. Ich habe das Todesurteil über ihn gesprochen. Wann wollen wir es vollstrecken? Bald. Aber nicht nur an ihm. Die anderen beiden auch. Natürlich. Es sind seine Freunde. Und seine Freunde sind auch unsere Feinde. Oh, viel Wein, viel Blut. Ich komme nachher wieder, Bruder, wenn die Feier zu Ende ist. Ja, tu das. Eil dich. Jane Collins machte sich große Sorgen, denn es war schon über eine Stunde vergangen und Bill war noch immer nicht zurück.
Sie hatte sich geduscht, umgezogen und ihre mit Silberkugeln geladene Astra so in den Gürtel gesteckt, dass man sie nicht sehen konnte. Herein. Mr. Fariak hat mich gebeten, Sie zum Essen zu rufen. Danke. Ist noch was? Ja, wo ist denn Ihr Begleiter? Ach so, ja, der macht Fotos von diesem herrlichen Schloss. Ach so, natürlich, Entschuldigung. Der Hunger wird ihn schon ans kalte Buffet treiben. Ja, das denke ich auch. Darf ich Sie dann alle bitten, mir nach unten zu folgen? Ja, genau. Ich begrüße Sie alle noch einmal auf das Herzlichste als meine lieben Gäste und eröffne das kalte Buffet. Bravo! Ja, ist Ihr Begleiter nicht da? Er hat Kopfschmerzen. Oh, soll ich ihm etwas bringen? Nein, nein, ich hole mir jetzt etwas. Dann guten Appetit. Und eilen Sie sich, Miss Collins. Es kommt noch etwas ganz Spezielles. Da bin ich aber gespannt. Ich bin gleich wieder da. Solange werde ich von diesem köstlichen Buffet naschen. Fariak verschwand für eine Weile. Als er zurückkehrte, zog er einen Vorhang zur Seite und schob einen Rollwagen hinein, auf dem 12 Weinkelche stammten und 3 Weinflaschen. Bedeckt vom Staub jahrelanger Lagerung. Darf ich Sie einen kurzen Moment um Gehör bitten? Ich möchte Ihnen zu diesem einmaligen Tag auch einen einmaligen Trunk anbieten. Ein edler Tropfen aus meinem Privatkeller. Uralt. Genießen Sie ihn mit Andacht und Verstand. Ich bitte um Ruhe. Ich fülle die Gläser. Holen Sie sich doch bitte schon die gefüllten Gläser. Das ist ja roter Sekt. Ja, ganz stinkflüssig. Wie Blut. Mhm. Sie auch, Miss Collins, Ihr Glas? Oh nein, danke. Ich habe schon so viel getrunken. Wollen Sie mich beleidigen wegen einem kleinen Schluck Sekt? Na gut, okay. Das letzte Glas ist für mich. So, erheben Sie Ihre Gläser. Stoßen wir an. Wer diesen Wein getrunken hat, ist mir und der Firma für immer verbunden. Trinken wir auf das Wohl meines Ahnherrn, dem dieser Wein geweiht ist. Cheerio, Graf Fariak. Cheerio, Graf Fariak. Cheerio. Das hat aber komisch geschmeckt. Gar nicht wie Wein. Wie Blut. So dickflüssig habe ich den noch nie getrunken. Unwahrscheinlich süß. Geräuschvoll stellte Jane ihr leeres Glas auf den Tisch. Zufrieden lächelnd sah der Gastgeber in die Runde. Dabei glaubte Jane plötzlich Vampirzähne gesehen zu haben. Ihr habt mir gehorcht und getrunken. Und damit habt ihr auch ihm gehorcht. Ihm? Ihm? Wem? Meinem Ahnherrn Graf Fariak. Der lebt doch gar nicht mehr. Ihr habt sein Blut getrunken. Was? Und nun seid ihr unteilbar mit ihm verbunden. Das gibt es nicht. Ich habe sein Blut konserviert und vermehrt und den Keim des Bösen in ihm erhalten. Mir ist so eigenartig. Wohin? Was hast du denn? Ja, die Zeit der Vampire ist da. Ich spüre es. Ich auch. Oh. Vampiro del Mar ist erweckt. Der Supervampir. Oh. Und ihr seid seine Diener. Blut, Blut, entsetzlich, Blut. Na, wie hat Ihnen denn der kostbare Wein geschmeckt, Miss Collins? Es geht. Oh. Ich trinke lieber herbere Weine, wenn Sie verstehen, was ich meine, Mr. Fariak. Natürlich. Hinter Ihnen ist jemand für Sie. Wer? Mein Bruder. Man sieht's. Mein Zwillingsbruder. Bis auf den letzten Vampirzahn.
Vor rund 300 Jahren wurde er von einem Marek getötet. Das war gut. Aber ich habe ihn wieder zum Leben erweckt. Das war nicht gut. Bruder. Ja, was hast du? Die da. Die hat nichts getrunken. Gordon Fariak zog die Augenbrauen hoch. Ach, deshalb hatte sie ihr Glas so schnell geleert. Sie hat es irgendwo hingeschüttet. Stimmt das, Miss Collins? Ja, so ist es. Keinen Tropfen habe ich getrunken. Sie wissen also Bescheid? Von Anfang an. Sind Sie wirklich Reporterin? Nein. Was sind Sie denn? Privatdetektivin. Also eine Schnüfflerin? Wenn Sie meinen. Und Ihr Begleiter ist von der Polizei? Nein. Also völlig ungefährlich. Oh, ich brauche Blut, Bruder. Geduld. Du weißt, wir haben genug Opfer. Du meinst die anderen ja, drei? Ja, die. Wen meinen Sie mit drei? Ihren Begleiter und diesen... Kommissar Malmann? Kann sein. Also doch ein Polizist. Meine Freunde werden begeistert sein. Was haben Sie vor? Sehen Sie sich an, was aus den Damen und Herren meines Betriebes geworden ist. Vampire. Genau. Und die brauchen Blut. Ja, Blut, Bruder. Ich brauche Blut. Warte. Ich will zu Ende erzählen. Eil dich. Und noch jemand ist dabei. John Sinclair. John? Er lebt? Ich habe das Todesurteil schon vor 300 Jahren über ihn gesprochen. Das kann nicht sein. Doch. Er kam damals aus der Zukunft und half, meinen Bruder zu töten. Ja, das hat er. Und jetzt... werde ich das Urteil vollstrecken. Nein, ich! Ich brauche Blut. Wo sind Sie? Die drei? Ja. Im untersten Verlies der dritten Burg. Ja? Auf einmal so nachdenklich, Miss Collins? Ja, das bleibt nicht aus. Was? Wenn man vor großen Aufgaben steht. Die drei haben keine Chance. Da kennen Sie John Sinclair schlecht. Sie glauben, dass Sie ihm helfen können? Ja. Sie haben 12 Gegner in diesem Raum. Ich sehe es. Die Blut brauchen. Und alle wollen Ihr Blut. Packt sie! In London, wo alles seinen Anfang genommen hatte, machte man sich Sorgen. Sir Paul ließ seine Beziehungen spielen. Er telefonierte mit dem Innenministerium. Man sagte Unterstützung zu, versprach Polizei hinzuschicken. Mehr konnte Sir Paul in diesem Augenblick nicht tun. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich befand mich in der Hand meines Gegners. Ich lag auf einer Felsplatte mit Stricken gefesselt. Ich konnte nur zur Decke sehen. Hey, wer ist denn da? Oh, verflucht und zugenäht. Bill, du benimm dich, du bist in anständiger Gesellschaft. Hey, John, Alter. Bist du auch gefesselt? Ja, was hast denn du gedacht? Ich bin eingepackt wie ein Rollschinken. Ich auch. Geschieht dir recht, Bill. Was lässt du dich auch einfangen? Ich werd verrückt. Liegt selbst zugeknotet bis zum Hals und führt noch große Sprüche. Tja, ja, außer Sprüchen habe ich nichts zu bieten. Hey, Bill. Stöhnt da noch einer? Ja, ja. Und du rätst nicht, wer das ist. Na, sag schon. Das ist Will Malmann. Will? Wie kommt denn der hierher? Auf der Suche nach dir ist er uns über den Weg gelaufen. Ah, ja. Und seine ungebrochene Liebe zu Vampiren? Ja, die hat ihn angelockt. Wie der Honig die Biene. Ah, ja. Apropos Biene. Es ist noch jemand hier, den du kennst. Hier in dem Verlies? Nein, nicht im Verlies, im Schloss. Jane. Aha. Du, weißt du, ob sie noch nicht... Nein, nein. Das heißt, ich hoffe es. Also ist sie unsere einzige Hoffnung? So könnte man es sehen. Die Frage ist nur, wer kommt zuerst? Die Vampire? Oder Jane? Ja, Jane war eigentlich immer recht pünktlich. Hast du dich denn hier mit ihr verabredet? Ich? Es ist doch deine Freundin. Na, das stimmt. Ja, ich krieg Ärger mit Sheila, wenn ich mich mit fremden Frauen treffe und noch dazu im Keller. Die Keuschheit deiner Gedanken ist richtig ermunternd. Ja, wir sollten vielleicht versuchen, uns selbst zu befreien hier. Das probiere ich schon die ganze Zeit. Oh, die sind verdammt stramm, die Stricke. Glaubst du, Jane wird nicht fertig mit den zwei... Ja, mit den zwei Fariak-Vampiren. Hm? Zwei? John, das ist doch eine ganze Reisegesellschaft von 10 Personen. 10?
Aber das sind doch keine Vampire. Ja, in jedem Fall will Farriak sie dazu machen. Wenn er das schafft, dann ist Jane... verdammt übel dran. Vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Seit wann drückst du dich vorsichtig aus, John? Bill! Auch schon wach. Schon eine ganze Zeit lang. Ja, und warum sagst du nichts? Ich habe euch zugehört. Bist du auch so zugeknöpft wie wir? Ach, und ob. Ich versuche schon die ganze Zeit, die rechte Hand freizukriegen. Und wie sieht's aus, Will? Trübe, John. Und wie bei dir? Noch drüber. Und Bill? Schwamm drüber. Oh, das ist doch schon ein Erfolg. Verstehe ich nicht. Noch drüber lässt sich trüb doch nicht steigern. Hm? Hast du eine Ahnung, John? Ich wüsste schon noch was. Bill. Was würde Sheila dazu sagen, wenn sie das hört? Ach, du hast mich überzeugt. Ich behalte es für mich. Jane Collins hörte Farriaks Befehl und wusste, was die Stunde geschlagen hatte. 12 gegen sie. Allein. Blitzschnell zog sie ihre Waffe. Los, packt sie! Warum holt ihr sie euch nicht? Keinen Schritt, Mr. Farriak. Oder ich schieße. Was soll das Spielzeug? Das Spielzeug ist mit Silberkugeln geladen. Und Sie würden es wagen zu schießen? Sicher. Warum drücken Sie nicht ab? Wo ist John Sinclair und die anderen zwei? Die müssen Sie schon suchen. Mhm. Aber Sie gehen mit. Das werde ich nicht. Sie gehen mit oder Sie fahren zur Hölle. Gut, ich gehe mit. Tu's nicht, Bruder. Ich muss gehorchen, Bruder. Im Augenblick. Ja, du hast recht. Wohin möchten Sie zuerst, Miss Collins? In den Keller. Haben Sie dort keine Angst? Los, gehen Sie. Greift sie auf! Stehen bleiben! Oder ich schieße. Bleibt stehen! Wir hatten es nicht geschafft, die Fesseln zu lockern, geschweige denn, sie abzustreifen. Ja, es ist nicht zu machen, John. Ich habe mir nur die ganzen Handgelenke aufgescheuert. Ja, ich auch. Habt ihr denn eure Waffen noch? Nee. Sie müssen irgendwo in der Grabkammer liegen. Ja, und du, John? Die Beretta ist noch im Schulterhalfter. Ach, wenn du doch bloß dran könntest. Hilft nichts. Bill, sie ist leer geschossen. Ach, und das Kreuz? Ich spüre es nicht. Ja, wo hast du es zuletzt gehabt? Ist nicht, das muss bei der Zeitreise verloren gegangen sein. Dann sind wir wehrlos diesen Blutsaugern ausgeliefert. Wie viel werden denn kommen? Ja, 2 oder 12. Hm. Spielt das noch eine Rolle? Kaum. So ist es. Sie wollen nur eins. Unser Blut. Ich würde es hingeben, wenn ich sie damit vernichten könnte. Aber nicht ihr Leben damit verlängern. Psst. Ich höre was. Sie kommen. Janes Kugel traf den vordersten Angreifer, der den Stuhl nach ihr geworfen hatte. Farriak war verschwunden. Sie hat ihn erschossen. Lasst sie nicht entkommen. Sie gehört uns, bringt sie um. Los, schnappt sie euch, macht sie fertig, sie muss sterben. Los, hinterher, sie läuft die Treppe rauf. Halt, halt, zurück, holt euch Waffen. Ja, schnell, hier ein Morgenstern, los! Hier ein Degen, ein Brustpanzer! Und jetzt hinterher! Ja, los, kommt! Solange sie im Schloss ist, kann sie nicht entkommen! Jane erreichte den Rittersaal, wo Bill den Schrank gefunden hatte. Nur 2 Kerzen brannten, der übrige Raum war in Dunkelheit getaucht. Hier konnte sie keiner sehen. Sie ist hier rein, durchsuchen! Vielleicht ist sie schon wieder raus. Wo? Am unteren Ende. Quatsch, durchsuchen! Ja, ist ja gut. Gott sei Dank, sie gehen vorbei. Ich rieche, du bist ganz in der Nähe. Komm raus aus deinem Loch. Hier bin ich. Sterb!
Sie hat einen von uns erschossen! Bringt sie um! Sie hat das Schwert genommen! Geh weg, ich mach sie alle! Ja, ja, nimm den Morgenstern! Noch einmal! Ja. Idiot, mach doch nicht immer daneben! Ja. Sie hält einfach nicht still! Du musst schneller schlagen! Das geht nicht! Jetzt läuft sie weg! Hinterher, sie ist raus! Sie ist abgehauen. Die habe ich geleimt. Die sind raus und ich bin noch drin. Dass die auf den alten Trick reingefallen sind. So, jetzt schnell zurück. Vielleicht ist noch einer der Fariaks in der Halle. So, vorsichtig um die Ecke. Verdammt, sie sind weg. Nur eine Wache. Er dreht mir den Rücken zu. Na, dann wollen wir mal. Hey, wer ist da? Ah, du bist es. Dann bekomme ich... Bleib stehen! Nein. Ich werfe die Lanze. Nein. Lass sie stecken oder ich schieße. Nein, nicht. Ich könnte dich töten. Nein. Du hast noch eine Chance. Ja, was muss ich tun? Wo sind die Brüder Fariak? Das weiß ich nicht. Wenn du noch einmal lügst, drücke ich ab. Sie sind unten. Wo unten? In den Gewölben. Etwas genauer. Bei den Gefangenen. Geh vor mir her. Das kann ich nicht. Aber sicher. Wenn es die anderen sehen. Du bist sowieso verloren. Nein, du. Ah. Lass den Speer fallen. Nein, jetzt nicht mehr. Es will dein Blut. Bleib stehen. Du bleibst mich nicht mehr. Ich spieße dich auf. Jane sah, wie der Vampir in dem großen Kamin verbrannte. Sie konnte ihm nicht mehr helfen. Erschüttert wandte sie sich ab. Sie hatte noch eine Aufgabe. Ihre Freunde in den unterirdischen Gewölben brauchten ihre Hilfe. Die Vampire waren im Anmarsch. Wie viele mochten es sein? Ich habe den Arm frei. Kommst du an die Knoten? Nein, ich will versuchen, an mein Taschenmesser zu kommen. Hast du's? Ja, aber nicht aufgeklappt. Zu spät. Heute klappt aber auch gar nichts. Er geht zu dir, John. Erinnere dich, was ich dir vor 300 Jahren geschworen habe. Ich könnte dir mit dem Messer die Kehle durchschneiden. Aber ich mache nur die Fesseln von deinem Hals ab. Zu gütig. Damit du deinen Kopf anheben kannst. Oh, ich liege ganz bequem so. Du wirst von dem köstlichen Blut trinken, das dich zu einem Vampir und zu meinem Diener macht. Das kannst du selber saufen, du Blutsau. Überlass ihn mir, ich schlage ihm die Zähne in den Hals. Zurück, lass ihn los, zurück. Nein, ich will sein Blut. Du störst das Ritual. Ich will Blut. Halt Ruhe. Aber nicht mehr lange. Bring den Kelch. Hier. Und die Flasche. Hier. Schluss und jetzt du, Sinclair. Heb deinen Kopf. Nein. Trink. Nein. Es ist das Blut meiner Ahnen. Mach den Mund auf, Sinclair. Warte. Ich öffne ihm das Maul. Er macht es schon auf. Tu's nicht, John. Jetzt ist es soweit. Hier, halt ihm die Nase zu, dann muss er schlucken. Ja, Bruder. Jetzt. Jane hörte Stimmen und ging ihnen nach. Sie erreichte den Durchlass zum Gewölbe. Sie sah Will Malmann und Bill Connolly und das Kreuz. Achtlos lag es in einer Ecke.
Und sie sah John Sinclair, den tödlichen Kelch am Mund. Nein! Wer wagt es, unsere Feier zu stören? Keiner rührt sich von der Stelle. Lass den Kelch fallen. Jane, du! Ich wusste es. Jane! Geh zurück! Weg von Sinclair! Los! Noch weiter! Ich habe dein Kreuz wieder, John. Wo war's? Es lag hier am Boden. Das verstehe ich nicht. Ich lege es dir auf die Brust, dann bist du geschützt. Am Boden muss mein Messer liegen, irgendwo. Wir haben es vorhin nach den Vampiren geworfen. Ich hab's. Klapp es auf. Das geht so schwer mit der Pistole in der einen Hand. Achtung, Jane! Es greift dich ein Vampir an. Zurück! Der Nächste bekommt ebenfalls eine Kugel. Ich hab's auf! Gib her, schnell! Nehm's und mach schnell! Sie. Ja, packt sie! Halt oder ich schieße! Los, packt sie! Ja, jetzt haben wir sie! Bill! Ich bin frei! Die zwei Weiber sind weg! Bill, hilf mir, sie sind zu dritt! Weg, Blutsauger! Am Hals meines Freundes wird nicht gesaugt! Ich schneide dich los, Will. Danke, den Rest mache ich selbst. Oh, Will, hilf mir! Halt sie dir vom Hals, ich komme! So lange kann ich nicht... Das war der Erste. Einen Tritt in Ehren kann niemand verwehren. Dem Letzten wird ein Schulterwurf guttun. Wollt ihr mich nicht mal losbitten hier? Nein, ich brauche mal dein Kreuz. Die greifen Will dauernd an. Ja, schnell. Da, du Blutsauger. So, und jetzt bist du dran, John. Wo ist Faria? Jane hat den einen erschossen, der andere ist abgehauen. Gib mir das Kreuz, ich werde mal aufräumen hier. Du, da sind noch 6 Vampire am Eingang. Die sind sicher bewaffnet. Mhm. Da müssen wir durch. Wenn wir raus wollen. Weg, gebt den Eingang frei. Das Gute hat gesiegt. Bevor der Tag anbricht, werdet ihr sterben. Heulend wichen die Vampire zurück, flohen durch die Gänge. Wir folgten ihnen. Einen konnte ich mit dem Kreuz berühren. Er verging. Dann nahmen wir alle den Geruch wahr. Feuer. Faria hat das Schloss angezündet. Jetzt aber nichts wie raus. Auf, rennt, bevor die Eingangshalle einstürzt. Hier rüber! Weg von den Vorhängen! Die fallen gleich runter! Hier, wo hat's erwischt? Hierher, hier! Hier ist der Ausgang! Raus! Oh, das war aber knapp! Gott sei Dank! Wo ist Fariak? Dort! Am Waldrand! Fariak! Er hat dich gesehen. Aber er flüchtet ja nicht. Umso besser. Jetzt rennt er los. Ja, John wird ihn schon erwischen. Na, hoffentlich. Faria rannte auf die Straße zu. Als er sie erreicht hatte, blieb er stehen. Seine Verwandlung zur Fledermaus ging blitzschnell. Oh Gott, was macht John denn? Er hat ihn angesprungen. Faria fliegt los. John hält sich an ihm fest. Fliegt mit ihm mit! Ja, Mensch, ist der denn wahnsinnig? Oh Gott, wenn Fariak ihn abwirft! Und jetzt sind sie hinter dem Wald verschwunden. Ich hörte das Pfeifen des kalten Flugwindes und auch Fariaks wütende Stimme. Töten werde ich dich! Er ging tiefer. Immer näher kam der Rand des Loreleifelsens. Ich ließ mich fallen. Ich kriege dich doch! Dann komm her! Weg mit dem Kreuz! Damit beende ich dein untotes Leben! Ich werde dich über den Rand des Felsens stürzen! Zurück! Noch ein Stück! So, jetzt habe ich dich an den Rand und jetzt... Bekommst du mein Kreuz zu spüren? Gordon Fariak existierte nicht mehr. Noch im Sturz würde er vergehen. Ich ließ mich erschöpft auf den Boden fallen. Vor meinen Augen zogen noch einmal die Ereignisse der letzten Tage vorüber. Da war vor allem Ilona, das schöne, schwarzhaarige Zigeunermädchen. Und es war mir, als würde ich ihre Stimme hören.
John, ich liebe dich. Vergiss mich nicht. Hier ist er! Nein, Ilona. Ich vergesse dich nie. Wen vergisst du nie, John? Ach, er führt selbst Gespräche. Aber natürlich dich, meine liebe Jane. Das will ich auch hoffen. John? Verrätst du mir, wen du wirklich gemeint hast? Später. Und vielleicht.